Willkommen zu einer weiteren Folge von Random Shit, heute mit Lemmings 2. Und ich habe die Zufallsauswahl durchgewählt und dachte mir, ja geil, Lemmings. Und ich dachte mir, Lemmings 2. Also Lemmings 1 habe ich als Kind tatsächlich echt gerne gespielt, Lemmings 2 gar nicht. Ich vermute, dass es relativ gleich sein wird. Heutzutage Lemmings, es gibt ja so ein neues Handyspiel. Aber das ist absolute Abzocke, bitte nicht kaufen. Spielt lieber die alten Lemming-Teile und Lemmings ist so schön. Wir spielen übrigens die SNES-Version, es gibt verschiedene. Low Practice Play. Psychon, wie heißt die? Psychnosis. Das sind doch, glaube ich, die Destruction Derby damals gepublished haben. Diese Firma gibt es leider nicht mehr. Beach? Ich bin gerade ein bisschen irritiert, wie man hier zu den Maps kommt. Irritiert ist untertrieben. Okay. Geht's jetzt los? Let's go. Wo bin ich denn überhaupt? Ach, die kommen an drei verschiedenen Orten raus, oder was? Moment, wie kann ich denn die Zeit stoppen mit Start? Also, der muss auf jeden Fall, die müssen alle einfach Fallschirme bekommen, ne? Ja, wer Lemmings nicht kennt, man steuert hier so kleine Lemminge, ich weiß, eine riesige Überraschung. Und dann gibt man denen hier so wunderbare Items, wie zum Beispiel den Fallschirm. Okay, der braucht nicht meinen Fallschirm. Aber die hält der hier an? Ich muss mal gerade gucken, ob der da anhält. Ja, tut er. Ich muss den Baum da kaputt machen. Nämlich mit einem Filler Runner Stomper. Stomper ist Stopper. Wo ist denn hier? Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Mach's mal das jetzt hier. Hat er sich umgebracht? Ach, ich bin so ein bisschen raus aus dem Spiel. Roper Filler. Der füllt irgendwas auf. Aber es muss auch einen geben. Vielleicht ein Flammenwerfer, also ein bisschen radikal gegen so eine Palme. Ja, aber es reicht. Ja, wir müssen hier diese Lemminge von oben nach unten befördern. Mit verschiedenen Sachen. Die hier graben sich scheinbar schon automatisch runter. Interessant. Yippie, yippie, yippie. So, das heißt, ich muss jetzt hier irgendwo mal graben gleich. Die werden ja angehalten davon. Ja, also ich habe es Lemmings nicht super toll erzählt, aber ich denke mal... Wahrscheinlich ist das Spiel relativ selbsterklärend. Bomber, Jumper. Ich könnte hier mal eine Bombe hinbauen. Ich wundere mich, ich habe die... Hat er sich jetzt selbst umgebracht? Ich glaube, ja. Wir machen mal noch eine Bombe. Weil früher war es ein bisschen anders. Da gab es noch, glaube ich, andere Lemminge, wenn ich mich nicht ganz irre. Das sieht ein bisschen witzig aus. So, den Stomper bauen wir jetzt hier mal irgendwo hin. Damit die nicht alle Selbstmord begehen. Wobei, das müsste eigentlich auch gehen. Ich verfolge dir mal. Man konnte auch früher irgendwie die Zeit vorspulen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das... Ah, wahrscheinlich hier, ne? Dann laufen die hier alle so lang und... Irgendwo ist dann das Ziel? Fragezeichen. Wo ist das Ziel überhaupt? Ach, da. Ich glaube, jetzt haben wir alle drin, außer die jetzt hier gerade rechts sind, glaube ich, ne? Ich finde es ja auch ein bisschen radikal, dass sie sich in die Luft sprengen müssen. Also früher gab es so einen Gräber. Aber vielleicht ist der Gräber jetzt der Flammenwerfer, weil das damals cooler ist. Wir machen einfach mal. Da müsste man schon in die richtige Richtung werden machen. Okay, Flammenwerfer. Früher haben die gegraben, heutzutage benutzen die Flammenwerfer. Interessant. So, dann sind wir eigentlich jetzt auch schon am Ziel und haben das erste Level geschafft. Ja, das ist Lemmings. Ich habe es jetzt nicht erklärt. Also man muss die Lemminge immer zu dieser Burg bringen und dann entsprechend Items einsetzen. Gibt es für verschiedene Konsolen. Das erste Lemming war wirklich cool. Das zweite Lemmings... Ja, habe ich nie wirklich gespielt. Deswegen, was ist das hier? Nuke. Pause. Fan. Fast Forward. Ich frage mich jetzt nur, wie man hier weiterkommt. Also ich habe das Level ja jetzt geschafft. Aber... Ach, die sind da noch. Die können sich doch mal auch in die Luft sprengen, oder? Roper? Was ist denn Roper? Man hat natürlich immer nur so eine bestimmte Anzahl an Optionen. Ach. So, der hat sich hier den Weg freigepflanzt. Das ist aber relativ hoch. Also früher musste man dann auch Fallschirme benutzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt möglicherweise noch so eine Höhe ist, wo die sich nicht umbringen. Ja, man muss dann immer eine bestimmte Anzahl an Lemmingen retten. Das war damals ein riesiger Erfolg. Und dann ist es irgendwie vollkommen untergegangen. Und ja, wie gesagt, vor... Im Jahr oder so kam mal so ein Handyspiel raus, aber das ist absolute Abzocke. Gut, wir haben das erste Level geschafft.
Also zweiter Teil macht definitiv auch Spaß. Next Level. Also Lemminge ist wirklich ein Spiel, das sollte man mal gespielt haben, zumindest mal angespielt. Das ist eigentlich schon Spielegeschichte, würde ich fast sagen. Gut, gab's auch für die PlayStation übrigens. Sah auch fast genauso aus wie für die, oder für das Super Nintendo. Okay, hier hat man ein anderes Sandpowner. Was ist das für einer? Ein Geigenspieler? Okay, die kenne ich natürlich alle gar nicht. Okay, ich muss da auf jeden Fall einen hintun, der stoppt, weil sonst bringen sich alle um. Nein! Oh, das ist ja dämlich, wenn ich was anderes auswähle. Dann sterben die, wie man hier sieht, und eigentlich kann ich neu starten. Das ist das, was ich meinte. Ich brauche hier irgendwie so einen Fallschirm oder so jemanden, der sagt, stehen bleiben. Aber wir gucken mal. Attractor, was macht der? Okay, dann tanzen die rum. Das macht keinen Sinn. Also wir werden das Level ja gleich eh nochmal neu starten müssen. Was ist denn der Basher? Jetzt tanzen die alle, das bringt mir auch nicht viel. Roper, Glue Pro, irgendwas. Okay. Also ich finde das interessant, dass es hier ganz andere Lemminge gibt als im ersten Teil. Aber so die... Der macht Sand, okay. Aber wie soll ich da denn runterkommen? Laser Blaster? Ja, ich bringe mich mal um, ich muss eh neu starten und dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, wie man... Also ich muss auf jeden Fall einen Attractor da bauen, dass da nicht alle runterfliegen. Aber wie ich dann weitermachen kann, keine Ahnung. So, wie starte ich jetzt Level hier neu? Auf dem Atom-Ding vielleicht? Ja, ich habe es nicht geschafft. Ich würde sagen, wir können es mal noch 2-3 Minuten probieren. Zumindest hier den Anfang. Das würde mich tatsächlich nochmal interessieren, wie man das wirklich machen soll. Laser Blaster, Glue Power, Basher, Roper. Ja, wir müssen den Attractor da bauen. Das macht sonst alles keinen Sinn. Weil wie sollen wir die sonst aufhalten? Ich muss die mal ausprobieren, die verschiedenen Lemminge. Ja, hat ja super funktioniert. Was ist denn, wenn ich hier jetzt jemanden in dem Jetpack gebe? Okay, der fliegt hoch, aber es macht keinen Sinn. Glue? Irgendwas? Ich probiere jetzt einfach mal alle aus, was die machen. Ich muss ja nicht das Level Krankhaft schaffen. Basher, der schlägt. Aber... Ich komme schon im zweiten Level nicht mehr weiter, das ist so peinlich. Ein Roper, was macht der denn? Also ich will eigentlich einen haben, der nach unten bohrt, aber das gibt scheinbar gar nicht. Frage ist, wie geht es denn hier in dem Level eigentlich auch weiter? Da vorne? Muss ich dann auch runter? Also, hä? Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfordert. Ich hätte jetzt gesagt, man soll sich hier nach unten bauen, aber... Ah, da kann man Seile bauen. Aber das bringt mir auch nichts, dann fliegen die ja da runter, ne? Geben die mir mal ein Jetpack? Na gut, jetzt gehen die über das Seil, aber... Hm. Oder wenn ich einen Roper hier hinbaue vielleicht, dass die da rechts rüber gehen? Es macht alles irgendwie keinen Sinn, was ich hier mache. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Basher. Okay, da kommt man auch nicht durch. Ja, ich werde diese Level wahrscheinlich niemals abschließen, weil ich keine Ahnung habe, was ich hier machen soll. Also die aus dem ersten Teil, die hatten ganz andere Fähigkeiten, glaube ich. Hm, merkwürdig. Na gut, ich will das Video nicht in die Länge ziehen. Ich konnte euch jetzt nicht vollends alles hier von Lemmings zeigen, weil ich auch den zweiten Teil niemals gespielt habe. Aber sind auf jeden Fall schon mal andere Lemminge als im ersten Teil. Gut, ich hoffe, ich konnte euch das Spiel trotzdem, trotz mangelndem Gameplay, etwas näher bringen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn, macht's gut und ciao.